Hallo, schönen guten Tag. Heute der erste Tag der Public Climate School an der Universität Köln, organisiert von den Students for Future Köln. Alles verrückt oder was? Ich fange mal damit an. Erstmal müssen wir gucken, hier ist die Scientists for Future 2. Ich google mal schnell danach. Rechte Maustaste, google nach. Scientists for Future 2, hier die Homepage. Okay, Sammlung wichtiger Links. Ich gehe mal hier auf ja, Talks aus Internet. Dann haben wir hier die vielen. Ich mache erstmal dies hier lautlos. Ja, lassen wir mal so irgendwie laufen. Der junge Mann war ja sehr vernünftig, ein Student. Ja, also, was war los bei der Public Climate School? Alles verrückt oder was? Die Scientists for Future 2 haben genau das angeboten, noch was die jungen Leute seit 14 Monaten schreien. 900 Milliarden fürs Klima, für den Klimaschutz innerhalb von 7 Jahren. Merkel hat gerade mal 50 Milliarden angeboten, eher so für die nächsten 10 bis 20 Jahre. Also 900 Milliarden in 7 Jahren wären ein unschlagbares Angebot. Kohlestopp 26, Merkel hat angeboten Kohlestopp 38 und alle haben geschrien, viel zu spät, viel zu spät. Und dann bietet man ihnen Kohlestopp 26 an. Ja, und jetzt erzähle ich mal, was da so passiert. Wenn ich bei Greenpeace anrufe oder mit Greenpeace spreche, und da ist so ein hauptamtlicher Mitarbeiter, und er lebt davon, dass es Umweltverschmutzung gibt, da ist doch klar, wenn ich da hingehe und dem sage, ja, die Scientists for Future 2, die 24 Professoren, eine ehemalige Bundesministerin dabei, die haben jetzt das Konzept entwickelt, wie wir den Kapitalismus so beenden, dass wir die Umweltverschmutzung beenden. Wir bringen die Konzerne dazu, die Umwelt zu reinigen, zu reparieren, zu entgiften und so weiter, weil in Zukunft alle ihre Gewinne von unseren Wohlfühlnoten und unseren Gesundheitsdaten abhängen. Das heißt, nur noch gesunde, glückliche Menschen bringen Geld und dafür müssen wir natürlich die Umwelt und die Böden und alles entgiften und reparieren, damit die Menschen eben nicht unter den Giften leiden und unter dem Dreck leiden und unter der ganzen Umweltverschmutzung. Dann ist klar, dann sehe ich als evolutionsbiologischer Denker, sehe ich das Gehirn von dem Greenpeace-Mitarbeiter tickern und dann tickert das so. Ja, ich bin hier hauptamtlicher Mitarbeiter. Ich verdiene da mein Geld, solange es Umweltverschmutzung gibt. Wenn es keine Umweltverschmutzung gibt, gibt es keine Spendengelder mehr. Und wenn es keine Spendengelder gibt, gibt es keine Möglichkeit mehr, mein Gehalt zu bezahlen. Ja, also dann gehe ich doch einfach mal auf den Standpunkt, dass es nicht sein kann, was nicht sein darf. Es darf also keine Lösung, für das Thema Umweltverschmutzung geben. Also muss ich das ablocken und muss es irgendwie in der Schublade verschwinden lassen oder irgendwo im Mülleimer verschwinden lassen. Denn was weiß ich, wenn ich den Job bei Greenpeace verliere, ob ich dann überhaupt noch mal so einen gut bezahlten Job woanders kriege, bei meinen beschränkten Möglichkeiten. Und dafür habe ich vollstes Verständnis, denn der ist in einem kapitalistischen System drin. Das Greenpeace ist ein Geschäft geworden, ein Geschäft mit der Umweltverschmutzung. Und dann ist klar, dass man seine Geschäftsgrundlage nicht verlieren will. Jetzt habe ich aber Fridays for Future, Greta Thunberg und Luisa Neubauer so verstanden, dass die nicht das machen, weil sie Karriere machen wollen oder sich bereichern wollen oder an den Spendengeldern sich bereichern wollen, obwohl heute wieder jemand gesagt hat, Greta Thunberg hätte jetzt schon 1 Million verdient durch ihren Klimatheater sozusagen. Ich hoffe, dass das alles nicht stimmt. Ich hoffe, dass wirklich die Leute da wirklich was erreichen wollen.
Ich würde auch verstehen, ja, wenn man mir 900 Milliarden für meine politischen Ziele anbietet, ja, voll finanziert, Kohlestopp 26 und alles, also eigentlich die Erreichung all meiner Ziele anbietet, dann könnte es natürlich sein, wenn ich jetzt drauf bin, dass ich eine Revolution will, dann würde ich halt sagen, okay, ich will ein paar Reiche totschlagen, ich habe so einen Hass in mir, ich will natürlich keine von 900 Milliarden nichts wissen, ich will ein paar Reiche totschlagen. Würde ich ja verstehen, weil der Mensch ist so überschäumend vor Hass, der muss unbedingt jemanden umbringen und will unbedingt jemanden umbringen und da stört natürlich ein 900 Milliarden Angebot nur. Das würde ich auch noch verstehen, ne? Oder ich würde verstehen, wenn jemand sagen würde, ja okay, mir geht es darum, hier die Spendengelder abzugreifen und je länger das ganze Theater dauert, desto mehr Spenden kann ich hier abgreifen und deswegen interessiere ich mich selbstverständlich nicht für 900 Milliarden Euro fürs Klima, denn das würde ja quasi das ganze Problem lösen und dann würde niemand mehr was spenden für mich. Das würde ich auch nachvollziehen können, aber die jungen Leute treten auf und sagen, sie seien wirklich am Klimaschutz interessiert und würden alles nur ehrenamtlich machen, nur für die gute Sache und für den guten Zweck. Ja, und jetzt könnte ich als nächstes Argument noch verstehen, dass dann vielleicht noch kommt, naja, ich bin ein neidischer Student und so weiter. Ich will natürlich nicht, dass andere die Lösung für das bringen, was ich selbst nicht lösen kann. Und deswegen aus Neid heraus und wissenschaftlicher Missgunst will ich nicht, dass 900 Milliarden fürs Klima da ins Gespräch kommen. Auch das könnte man ja noch irgendwie verstehen, aber wenn es sich doch um junge Studenten handelt, um junge Schüler, die doch eigentlich wissen, dass sie selbst noch gar keine komplette wissenschaftliche Ausbildung haben und geschweige denn also noch keine Jahrzehnte wissenschaftlicher Erfahrung haben, sozusagen, dann würde man doch, jeder normale Mensch würde doch so reagieren, dass er sagt, ja super, 900 Milliarden fürs Klima, Kohlestopp 26, das ist genau das, auf was wir gewartet haben, auf was wir uns wünschen. Ich verstehe es nur nicht, ich habe keine Ahnung, ich bin ja selbst kein Wissenschaftler, ich bin ja nur ein Schüler und nur ein Student und können Sie mir das erklären? Ich brauche aber vielleicht auch 30 Stunden dafür, bis ich das kapiert habe. Und dann hätte ich gesagt, ja okay, wir laden jemanden von den Professoren an und die nehmen sich bestimmt 30 Stunden Zeit, ihnen das zu erklären. Es geht ja schließlich um nichts anderes als um eine bessere Welt und eine bessere Zukunft für alle. Ja, und das wäre kein Problem. Also das heißt, wir würden darüber diskutieren, alle Details würden quasi ein kleines Studium machen, sodass die jungen Leute studieren können, Naturwissenschaften studieren können, Evolutionsbiologie studieren können, Evolutionsbiologie von Wirtschaftssystemen und Gesellschaftssystemen genetisch-mimetische Evolutionsanalysetechnik würden sie kennenlernen und so weiter. All das wäre doch völlig okay, 30 Stunden, lasst uns 3 Tage Workshop machen und so weiter und lasst uns alles studieren und kennenlernen, denn wie gesagt, 900 Milliarden Angebot hat auf der Welt noch niemand gemacht fürs Klima. Niemand ist Greta Thunberg und Luisa Neubauer entgegengekommen, von nirgends kommt was, in Deutschland kommt fast nichts. Vielleicht ein paar Milliarden opfert Merkel für das Thema Klima, aber ich glaube, das meiste ist sowieso Alibi und nicht ernsthaft und so weiter. Ja, ja. Und was muss man dann erleben, dass die jungen Leute wirklich so nach dem Motto, nee, also 900 Milliarden fürs Klima, das ist keine Viertelstunde des Gesprächs wert, das ist eigentlich nicht interessant. Denn wir schreien zwar, dass wir irgendwie Klimaschutz wollen, aber ja, wenn, dann vielleicht wollen wir das so, Mama Merkel soll es richten, diejenige, die seit Jahrzehnten alles dafür getan hat, dass die ganze Umwelt vergiftet, verdreckt wird und CO2 ausgestoßen wird ohne Ende, die soll jetzt plötzlich von sich aus einen Kurswechsel machen, obwohl sie unter lauter Zwängen steht und so weiter. Ja, also das heißt also, man könnte wirklich glauben, da ist was ganz zutiefst verrückt.
Wenn mir jemand 900 Milliarden für meine politischen Ziele jemals in meinem Leben angeboten hätte, hätte ich doch gesagt, ja, okay, da bin ich bereit, 20 Tage zu diskutieren, bis ich es verstanden habe, wie das gehen kann. Ja? Und dann nehme ich das an und bringe das in die öffentliche Diskussion und sorge dafür, dass das so überall in den Medien diskutiert wird. Aber stattdessen hat man das Gefühl, man hätte es mit Verrückten zu tun, die zwar die ganze Zeit davon reden, dass sie Klimaschutz wollen, aber wenn es dann ernst wird, wollen sie plötzlich den Kohlestopp 26 doch nicht. Und die wollen die 900 Milliarden fürs Klima auch nicht. Erkläre mir das jemand. Sie können ja vielleicht in die Kommentare reinschreiben. Erklären Sie uns, warum kommt es zu solchen paradoxen, geradezu verrückten, anmutenden, geisteskranken Reaktionen. Stimmt etwas ganz zutiefst damit nicht? Sind wirklich junge Leute, die für irgendwas streiken, wirklich mehrheitlich einfach verrückt? Ich kann es nicht glauben, denn all die Videos, die Sie gerade sehen, ja, wenn ich noch mal ein bisschen durchklicke hier, wir haben bestimmt von den 300 Interviewten, die wir interviewt haben, haben wir bestimmt 50 Leute von Students for Future, von Fridays for Future interviewt und die haben ganz normal geredet und ganz normal und ganz vernünftig geredet und haben alle irgendwie gesagt, sie finden den Ansatz der Scientists for Future 2, 900 Milliarden fürs Klima, Kohlestopp 26, das klingt interessant, damit sollte man sich beschäftigen, darüber sollte man diskutieren und bis man es versteht und dann sollte man so etwas offiziell annehmen und in die öffentliche Diskussion wirfen, sodass dann ein medialer Druck entstehen kann auf Frau Merkel, genau diese Reformen und dieses Konzept zur Beendigung des Kapitalismus umzusetzen. Im Gespräch sind also diese einzelnen Leute alle ganz vernünftig. Das sind aber ganz normale Teilnehmer. Und von den Orga-Teams, Students for Future, also die Diktatoren oder die Herrscher, die also auch eigentlich auch gar keine demokratische Diskussion in ihren Veranstaltungen wünschen, was vorhin deutlich wurde, ja, die, als ob die sagen würden, wir machen zwar ein riesen Brimborium, dass wir angeblich doch alles tun wollen für den Klimaschutz, dass die dann plötzlich sich einen Scheißdreck dafür interessieren, für 900 Milliarden fürs Klima und den Kohlestopp. Was läuft da schief? Also werden die ganzen 1,4 Millionen Menschen, die in Deutschland auf die Straße gegangen sind und jetzt am 29.11. vielleicht auch wieder auf die Straße gehen, einfach nur missbraucht für irgendwas ganz Verrücktes, Dunkles, Krankes? Also ich kann es nicht verstehen. Also entweder da läuft was ganz Schmutziges ab, Oder es handelt sich wirklich um völlig Verrückte, die Hand, die ihnen hilfreich sich ihnen zuwendet und ihnen 900 Milliarden ermöglichen will Kohlestopp 26 ermöglichen will, die das einfach ablehnen. Während die normalen Bürger hier, ganz normale, vernünftige Bürger, die beim Streik sind auch, ja, also die alle verstehen, Parents for Future und so weiter, hier Grandparents for Future, Parents for Future und so weiter. Alle verstehen sie diesen Lösungsansatz hier, junge Leute vom Tierschutz, Animals, Voice for the Voiceless, also Tierschutz und so weiter. Hier ein Lehrer mit Sympathien, hier ein junger Student. Eine Studentin. Alle reden sie konstruktiv darüber und sagen, Kohlestopp 26, sehr interessant, sehr wichtig, müssen wir tiefer noch drüber sprechen. 900 Milliarden fürs Klima, super. Und die Orga-Teams von Students for Future Köln und Fridays for Future Köln, wie als wären sie geisteskrank und nö, interessiert uns nicht, ne? Dabei realistisch betrachtet, wenn man die letzten 14 Monate seit Gretas, ich glaube, Greta hat begonnen am 17. August 2018 oder am 20. August 2018 war der erste Streik und seitdem ist das Ergebnis null, gar nichts, nichts, nada. Alle möglichen Leute quatschen über das Klima und keiner tut was. Die Leute, wenn sie interviewt werden,
Was machen die Leute? Die sagen, ja, ich bin für Klimaschutz, das ist ja sozial erwünscht, natürlich. Aber sobald dann die Frage lautet, sind sie auch bereit, 3 Cent mehr fürs Benzin zu bezahlen, dann sagen die Leute, dann denken die natürlich nach. Da denken sie, wenn ich jetzt ja sage, dann wird die Regierung das auch noch tun. Und dann bin ich gekniffen und muss zukünftig jedes Mal 3 Cent mehr fürs Benzin zahlen. Und da bin ich natürlich nicht dazu bereit. Also sage ich jetzt die Wahrheit, nämlich, dass ich das nicht will. Ja, und so, so haben wir dann so Reden, so Belanglosigkeitsaussagen wie, ja, ich bin für Klimaschutz, natürlich bin ich für Klimaschutz. Aber wenn es um die Frage geht, sind Sie auch bereit, auf eine Flugreise zu verzichten? Dann natürlich nicht, ja, und so weiter. Also das heißt, im Prinzip haben die jungen Leute seit 14 Monaten nichts erreicht. Es wird mehr geflogen denn je, es wird mehr CO2 ausgestoßen denn je, es wird mehr Dreck. Die Leute wollen auch die E-Autos nicht kaufen, die wollen lieber weiterhin die SUVs kaufen und so weiter und am liebsten wieder Vollgas geben und so weiter. Und nichts haben die jungen Leute erreicht, aber Kohlestopp 26, 900 Milliarden fürs Klima von 24 Professoren angeboten, ist doch uninteressant. Ja. Also als ob da was Geisteskrankes oder da ist was ganz Dunkles, Kriminelles im Hintergrund. Ich verstehe es nicht. Erklären Sie es mir in den Kommentaren. Was wird da wirklich gespielt? Also ich verstehe es nicht. Ja? Bitte erklärt mir, wie können Menschen so verrückt sein? Ne? Alles klar, bis demnächst. Schönen Abend. Tschüssi.